weil die betriebliche Vorsorge tatsächlich keine Erfolgsstory ist. Das ist unbestritten, nämlich nicht nur in der Zeit der Finanzkrise und der Wirtschaftskrise, sondern leider auch schon davor, also vor dem Jahr 2008, keine Erfolgsstory war. Man muss aber auch zurückblenden und sagen, zu dem Zeitpunkt, wo die Verträge zu einem großen Teil abgeschlossen worden sind, hatten wir Hochzinsniveau und eine völlig andere Situation. Und wie es halt so oft ist, wie Sie es ja auch immer wieder sagen, in Ihrer Zeit, in Ihrer Regierungszeit, dann ist halt die Krise gekommen, das konnte man nicht vorhersehen. Ist es auch dort so passiert? Und natürlich ist das keine Erfolgsstory, aber auf der anderen Seite jetzt das alles über Bord zu werfen und zu sagen, nur darum tun wir überhaupt die staatliche Unterstützung weg und woanders hin, so geht es ja auch nicht, weil die Verträge, da muss man ja, es ist ja ein Vertrauensgrundsatz und ein Vertrag wird ja, wird völlig. Völlig richtig, auch das ist richtig, aber ich glaube, dass es nicht der richtige Weg ist, jetzt da einfach die Nerven zu verlieren und alles über Bord zu werfen, obwohl man zugeben muss, dass es hier wirklich zu Verlusten gekommen ist, die schmerzlich sind und auch nicht absehbar waren. Deswegen finden wir, dass diese paar Schritte, die heute zu einer Attraktivierung der Zukunftsvorsorge beschlossen werden sollen, unterstützenswert sind und wir sie daher auch mit beschließen werden. Zum Top 6 ist ebenfalls eine Zustimmung von uns da, dass man künftig bei Finanzstrafdelikten auch gemeinnützige Leistung statt Haft verhängen kann. Halte ich bis zu einem gewissen Grad zumindest auch für in Ordnung. Top 7, dem gibt es auch nichts einzuwenden, außer mehr Geld für die Feuerwehren, wunderbar. Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe. Als Wahlsteirer freut man das natürlich besonders, dass hier die Steiermark jetzt endlich zu ihrem Geld auch kommt. Auf der anderen Seite ist diese Einmalzahlung aus Liechtenstein, die nun als Bundesabgabe sozusagen in den Finanzausgleich eingeordnet werden soll, noch nicht da. Also das ist wieder etwas, wo man sagen kann, man weiß gar nicht, worum es sich handelt. Kommt sie? Wenn ja, wie viel ist das? Also es ist ein bisschen ungewiss. Aber der Sinn ist sicherlich da und wenn da einiges zustande kommt, dann ist das auch zu unterstützen. Bei Top 8 sind wir sehr, sehr kritisch, was diese Buchhaltungsagentur anbelangt, weil sie einfach horrende Kosten verursacht. Im Vergleich zu anderen Dienstleistern, die so etwas anbieten, sind hier die Kosten für die sogenannte Buchhaltungszeile, also die Umsetzung sozusagen, enorm. Das heißt, irgendwie hat es so den Geruch einer Quersubvention eher als eine Geschichte, was mit realen Kosten zu tun hat. Und wir sind ja der ganzen Konstruktion schon immer kritisch gegenübergestanden. Daher werden wir das auch ablehnen. Interessant auch Top 9. Ich habe mir schon erlaubt, im Ausschuss nachzufragen, weil da die sozusagen Wiedereinrichtung, die gesetzliche Wiedereinrichtung einer Behörde auf der Tagesordnung steht, die zum Beispiel die Besatzungsschiffe gegenüber der GSSR jetzt auch formell wieder aufarbeiten soll. Und ich habe im Ausschuss schon gefragt, ich habe nichts gegen, wir haben ja auch selbst beschlossen, Restitutionszahlungen etc., Entschädigungszahlungen, nur man muss sich dann schon auch die Frage stellen, wenn das so drinnen steht, 70 Jahre danach, was kann da an Besatzungsschäden eigentlich noch subsumiert werden in so einer Behörde, beziehungsweise was kann rechtfertigen, dass so eine Behörde wiedererrichtet wird, und nicht es besser wäre, hier ein für alle Mal mit den zuständigen Behörden auch einen Schlussstrich zu ziehen. Da im Ausschuss konnte man mir die Zahlen nicht nennen. Dankenswerterweise hat das Finanzministerium jetzt diese Zahlen nachgeliefert. Um wie viele Fälle es sich eigentlich jetzt noch handelt, im Bereich des Entschädigungsgesetzes gegenüber der GSSR, so heißt das heute immer noch interessanterweise. GSSR gibt es ja schon lange nicht mehr, aber es ist noch immer das Entschädigungsgesetz GSSR. Und da hat es eigentlich eine sehr überschaubare Zahl der Fälle bei der Bundesentschädigungskommission von 2003 weggegeben. Ich nenne die letzten Jahre 2009, 14, 2010, 12, 2011, 13. 2012 hat es noch einen Fall gegeben und jetzt im Jahr 2013 bisher vier. Ob das eine ganze Behörde, eine Infrastruktur, eine Verwaltung rechtfertigt, ist wirklich die Frage, und ob es nicht gescheiter wäre, sich mit den zuständigen Herren zusammenzusetzen und hier ein für alle Mal einen Schlussstrich zu ziehen. Ich glaube, das wäre vernünftiger, dann braucht man diese Behörde auch nicht extra wieder einrichten und dann wäre allen Genüge getan. Dankeschön. Nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Ingenieur Hermann Schultes. 2 Minuten sind eingestellt, bitte. Sehr geehrter Präsident.